Ein paar Freunde von mir kommen nach Bockers für ein paar Tage und ich habe versucht, mit Karl dahin zu kommen, aber sein Motor ist kaputt gegangen und ich glaube nicht, dass es rechtzeitig klappen wird, ihn zu reparieren, um nach Bockers zu kommen. Miguel, der Skipper von Arctic, der Karl abgeschleppt hat nach Shelter Bay, der braucht jetzt Crew, weil Chris nach Hause fahren muss und er jetzt allein ist. Dimitrios und ich haben uns entschieden, dass wir als Crew mit ihm nach Bockers fahren werden. Von Shelter Bay nach Bockers sind es ungefähr 150 nautische Meilen. Ziemlich genau west, so 270 Grad. Und ich glaube, das wird ungefähr 2 volle Tage dauern, bis wir ankommen. Ist natürlich schon irgendwie ein bisschen komisch, Karl hier zurückzulassen und mit einem anderen Boot nach Bockers zu fahren. Aber ich glaube, das ist eine gute Entscheidung. Es wird so ein kleiner Urlaub sein mit Miguel und Dimitrios auf Arktik. Ich glaube, das wird ein schöner Turn. Und wir hatten sogar Besuch am Boot. Wir hatten Delfine, die vorne am Bug geschwommen sind und mit den Wellen gespielt haben. Es war echt ein Träumchen. Auf Arctic Front gibt es keinen Autopilot, also mussten wir abwechselnd Ruder gehen. Und wir haben eine Nachtwache von 3 Stunden gemacht, was mit 3 Leuten ja echt gut ist, weil du eigentlich ziemlich viel Schlaf bekommst. Wir sind dann angekommen in Bockers, als es eigentlich noch dunkel war und mussten noch ein bisschen warten, bis wir reinfahren konnten, weil man ja normalerweise nicht in eine Marina oder Ankerbucht reinfährt, wenn es noch Nacht ist und du nicht wirklich viel sehen kannst. Wir sind in der Marina Red Frog angekommen, auf der Insel Bastimentos. Und es war einfach echt nur schön, es hat sich einfach gut angefühlt anzukommen. Es war eine gute Stimmung und wir sind vom Boot gegangen und hatten Bier und die Reste vom Chili von gestern. Es war einfach nur schön. Der Turn ist total rund gelaufen, mit guten Freunden. Aber es war natürlich auch ein bisschen traurig, dass Karl nicht dabei war.